herzlich willkommen. Heute aus meiner Garage. Was machen wir heute? Heute testen wir C-Max. 15 Roundballs, 14 First Strikes passen da rein, 3D gedruckt. Ganz ohne Wertung. Einfach nur mal gucken, was sie können. Fangen wir an mit Roundballs. Wie man sieht, geeignet für Dam und MG100, nachdem PE ja immer noch Monate braucht, um seine rauszubringen. Schauen wir mal, was die hier können. So. Oh, sieht ganz gut aus, keine Platze dabei gewesen. Gut, ich bin jetzt auch nicht so hoch von den FPS, weil es ja nur Kurzstrecke hier ist. So sieht das Ganze dann aus. Mit quasi dem Lockball drin, da stellt sich mir die Frage, der ja nur 3D gedrückt ist und sehr dünn, wie oft er das aushält, wenn das immer da dagegen schlägt. Das müsste sich dann zeigen. So, jetzt kommen wir aber zu den interessanten. Wie ich sie finde. Da ist sie. First Strikes. Boah. Funktioniert ganz gut. Das war ein Leerschuss, okay. Die Kugel war nicht ganz drin. Schauen wir nochmal. Platzer, nichts kaputt. Ja, also man hat jetzt schon gemerkt, die Feder ist etwas schwach, bin ich der Meinung, für FS. Man hat jetzt auch gemerkt, es hat nicht immer sauber gefiedert. Das ist jetzt erster Eindruck. Ich habe die Paint natürlich auch nicht sortiert, damit es ein bisschen authentischer ist. So, mal schauen, demnächst ist ja wieder Event. Die Denboiler hat es auch vollgebracht, muss ich euch mal kurz zeigen. Ich dachte eigentlich, die hält das auf, aber keine Chance. Es sind jetzt zwei Lagen, es rauscht einfach durch und das bei nicht mal 200 FPS. Aber ist okay. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie sie sich im Feldtest begeben. Das hat man eben wieder gemerkt, dass der Bolt voll gegen das Ding schlägt natürlich. Was natürlich das Ding dann gegen das Plastik drückt. Dann muss ich dann zeigen, wie robust die sind. Ich erinnere mich an 20 Euro. Und an den Hersteller gerade nicht mehr. Aber das machen wir dann, wenn wir ein richtiges Testvideo machen. Da ausgiebig viel Schuss. Das war jetzt nochmal erster Eindruck. Damit überhaupt mal wieder was kommt. Aber das kriegen wir dann hin. So, euch jetzt erstmal noch ein schönes Restwochenende. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.